Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Outlaws. Wir sind schon wieder auf dem Weg zur nächsten Mine. Ich habe mir nur noch eben eine neue Spitzhacke gemacht hier. Wie heißt die denn genau? Large Pickaxe. Um dann dementsprechend wieder runterzufahren. Ist halt ärgerlich, wenn wir einmal runterfahren. Ist ja nicht weltarschteuer da. Das kostet euch ein Öl. Ich glaube, das kostet ein Öl für uns beide. Aber wenn man schon mal unten ist, da hinten das Gewitter. Hat gerade den Blitz gesehen. Ja, und in der Richtung ungefähr, da waren wir auch Eis holen. Ja, so ein umzäuntes Forge werde ich mir auch noch bauen im flachen Land bei mir hinten, hinterm Stein. Denn in der Schräge ist es immer blöd zu bauen, weil umso größer man wird, umso steiler wird es, umso lückenhafter wird es. Ach, wir müssen da rein, ja. Und los geht's. So, wir fangen wieder an mit Schießen. Sowohl Materialsbrunnen nach als auch diese. Nein, direkt so ein Typ, Scheiße. Oh, da kommt auch noch einer. Der ist schon mal tot. Nachladen nicht vergessen. Mit dem Sledgehammer dabei, mit dem kann man gut abreißen. Ja, jetzt kommt der andere wieder. Fallen, so wie es anhört. Ja. Ja, der ist auch blöd gefallen, weil wenn wir nachher den Stein abbauen, wird er uns... Er muss immer über den Stein gehen. Stein. Also der lag auf der Kohle. Ja. Ja, und die geben auch nur ein Gold, also so wirklich viel ist es nicht, was die geben. Fallen mir die Banditen schon besser. Die geben teilweise richtig Geld oder Goldbachen bereits. Jetzt habe ich zwei Schlechtschämmer, wenn ich die wesentlich einschmelzen könnte. Durch, können anfangen. Silber, Silberstein. So. Ja, und ihr seht, in der Position ist es halt nicht so einfach. Hier ist es halt schön mit dem weißen Punkt. Maus gedrückt halten und los geht's. Susanne muss Kilometer machen, die üben für den Marathon. Gegner, ne? Es geht. Drei Stück. Machen wir jetzt vier? Drei oder vier, ja. Das sind so, glaube ich, in der Regel immer. Immer fünf oder so. Vielleicht ist in irgendeiner Ecke noch einer. Aber ich schlage mich da nicht drum, weil so wirklich viel bringen die ja nicht. Ne, ich finde nur die Spitzhacken mit drum. Ja. Ja, Sledgehammer, die brauchst du ja auch nicht auf, die nutzen sich ja auch nicht so wirklich ab. Nee. So viel reißt man ja dann auch nicht ein.
Nee, dann brauchst du nur eigentlich nur einmal, ne? Ja, gegenüber vom Saloon und von dem von meinem Haus, da wird dann, also es wird so eine schmale Straße geben, wie man es aus dem Western kennt, und da kommt dann der Barbier, also der Friseur, und die Bank kommt noch dahin. Weil da ja, ist es das sinnvoll, dass die aussehen, dass die auf gerade ist. Genau, der Vorteil ist, dass es, wenn es gerade ist, kann man die Gebäude besser sehen und sehen da nicht so schwebend aus wie unsere Mine, aber die Mine ist einfach so groß, irgendwas schwebt da immer. Ja, vor allen Dingen sieht man die auch nicht ordentlich, wenn man die hinstellt, ne? Wir hatten es beim Bahnhof und da hatten wir uns auch geärgert, weil wir mussten den wirklich neu kaufen, um den anders zu platzieren. Beziehungsweise der Smoky Snake, und das, der kostet glaube ich $1,200, und das ist schon eine Menge Geld hier. Nicht dran, seine AA ist das. Wo kann das denn kein Silber sein da hinten? Scharf geschossen. Okay. Oh nein. Was ist los? Wieder unterirdisch? Nee, guck mal hier in der Ecke, ich wollte zu dem Gold. Ja, habe ich doch schon gesagt, aber du bist unterirdisch, du bist jetzt despawned, ne? Ich sehe dich. Ja, ich sehe dich auch immer wieder auftauchen. Ja, war schön, dich kennengelernt zu haben. Aber ich bin auch gerade dahin, ich weiß nicht, wie du es hingekriegt hast, das ist dann so. Bist du wieder raus? Nee. Gucken, wenn ich Selbstmord mache, ich hoffe, meine Leiche liegt. Ja, die sind hoffentlich oberirdisch. Schon lustig aus. Was? Wie du da rumspringst. Ah, ist doch kacke hier. Ja. Da bleibst du eben in der Mine, ja? Ich bin in der Mine, ja. Ich hab noch ein bisschen Kohle hier.
wirklich meiner Mine seid und habt nichts dabei, die für und nur die für Eis, die könnt ihr übrigens auch dafür nehmen. Gibt auch Gerüchte, es soll mehr geben, aber unser Versuch hat gebracht, dass es nicht mehr gibt, aber. Ah, das nochmal Eisen. Schon wieder unten. Guten Tag. Ziehen Sie sich mal was an. Ich finde den Weg. Da, wo das Gold unter dem Ding ist. Ist er nah. Alles bekommen? Ja, ja. Echt cool. Immerhin mal was, ne? Schnell weg von der Backstelle. Denk dran, auf der Kohle lag der, ne? Haben wir gleich genug Material, dann werden wir uns in der nächsten Folge ums Dekorieren kümmern. Ein bisschen Gold. Wie, du lässt Eisen liegen? Ich hab kein Eisen gesehen. Ja, hier im Weg direkt. Ach so. Und Gold ist auch erstmal wichtiger, wobei es hätten wir ja eh nicht mehr. Bank, die kostet richtig viel Geld und auch der Papier, der kostet also irgendwie um die 1200 oder so. So. So, so, so. Da baut sich alles langsam auf. Aufräumen in der Stadt, hier liegt überall so Holz rum.
Holz brauchen wir eh. Wo hab ich denn so viele Waffen her? Achso, von den Banditen, glaube ich. Mich da hinten beim Holz heute überfallen haben. Ja, es steht etwas, dass man da auch Geld für bekommt, aber wir wissen nicht wo, ne? Erstmal. Was, ja. So, das heißt, die können wir erstmal reinpacken. So, das sind die Kugeln, die ich benötige. 190 haben wir noch. Sehr gut, sortieren wir. So. Steine haben wir, Silber. So. Gold können wir mitnehmen. Mal gucken, wie viel wir dafür bekommen hier. Nochmal 24 Gold. So, Stein. Ja, das Gefängnis werden wir auch noch bauen. Von daher könnte ich vielleicht das sogar als Briketts komplett reinhalten. Als Bricks. Craft Ore, genau. Hat der auch zu tun, der Ofen wenigstens. Okay. Ja, und ich brauche auch Eisenbacher. 31 habe ich noch, da warte ich mal noch mit. So. Schauen wir mal, was wir alles gebrauchen können. Wir brauchen definitiv noch 3 Betten. Das heißt, wir brauchen 35, 45 Rope. So, mal gucken, ob was hingeht. 45, davon haben wir sie 39. Kriegen wir nicht hin, so viel. Geht nicht? Achso, weil die jetzt... Ja, okay. 39, so. 38. Okay, kriegen wir hin, sehr gut. Inventar, was ja 94 noch davon. Die brauchen wir auch. 3 Betten. Brauchen wir. Okay. Oh, 4 von denen. Hanf habe ich gar nicht zurzeit. Ja, können nur ein Bett machen. Können wir mal nach dem Schrank gucken. Wie viel können wir denn davon machen? Wie längst haben wir denn? 30, okay. Da müsste hier eigentlich jede Menge sein. 100 und 100. Okay. Das einmal rausnehmen. Okay. So. Dann holen wir davon mal eins. Und vielleicht davon. Ich, 2. Stuhl. Aber erstmal für die Zimmer oben ein bisschen was. Das Bett. Der Schrank. Stuhl, den brauchen wir noch da, wo das Bett auch reinkommt. Okay. Und dann fangen wir an mit unten.
aufs Bett. Hier sind noch gar keine Dings drin. Keine Fenster drin. Ein Stuhl. Für die Fenster brauchten wir Glas. Weiß ich, 5 von den Dings hier. Schauen wir nach und suchen wir die Fenster hier bei dem Hammer. Ja. 5 Planken, 2 Glas. Das heißt, wir brauchen 6 Glas. Wie sieht es denn hier aus? Euch ist auch noch. Wir brauchen 12 Glas. Nochmal 2. Das heißt, wir brauchen für 6, 7, 8, 16 mal Glas. Dann haben wir schon wieder ein bisschen was trinken. Natürlich reicht ein Stück Fleisch für uns Männer nicht. Mal Glas 3 haben wir davon. Ja, komm, machen wir 20. Ist ja nicht weg. Nichts ausdehnen. Dann erst fürs Gefängnis brauchen wir die und da brauchen wir auch jede Menge Metall. Ach, ich habe noch die anderen Schränke. Okay. Schaut und brechen wir mal ab hier. Und dann machen wir Glas. Ah, uns fehlt das. Fehlt der Sternenstaub hier. Ne? Wo ist er denn? Das ist Kohle. Das ist ein Sand. Wahrscheinlich. Ja, sind schon wieder bei 23 Minuten. Da seht ihr, wie die Zeit vergeht. Wir produzieren jetzt hier Glas. Und wenn ihr mögt, schaltet morgen wieder ein. Bis zur nächsten Folge. Bis dahin. Tschüss.